Herzlich willkommen, liebe Freunde des affigen Jump'n'Runs, zu einer neuen Runde mit der Penny Box. Heute mit Diddy Kong's Quest. Eigentlich heißt es ja auch Donkey Kong's Country 2, Diddy's Kong Quest. Aber wahrscheinlich hätte man das nicht auf die Verpackung drucken können. Wer weiß ja schon. So, stellen wir hier mal wieder die Sprache um, die, ja, zwischen Englisch und Französisch. Sollen wir Französisch machen? Na komm, machen wir Französisch. Einfach mal zum Spaß. Da steht aber One Player, nicht Französisch. Was auch immer es auf Französisch heißen soll. Ah, Galion de la Galere. Genau, siehst du, geht schon los. Panique à bord. Ja, ich kann gut Französisch, ne? Ja. Habe ich früher auch nicht in der Schule gehabt. So, gehen wir mal gucken, was hier los ist. Komm, ich genauso gut wie im ersten bin. Was ist das? Ah, jetzt haben wir das Problem mit dem Französisch. Ja, hahaha, kann ich noch lesen. Dass man das nicht aufsammeln kann, ist das wohl nicht wichtig. Dann gehen wir halt wieder. So viel dazu. Whee. Kann man draufspringen? Ja, Glück gehabt. Ah. Ach ja. Genau, mit Diddy Kong und wie hieß sie schon wieder? Ich habe keine Ahnung. Oh nein. Du Spacken. Wenn er Diddy ist, wie heißt sie denn? Ich habe keine Ahnung. Ein Car. Was kann sie überhaupt? Kurzfristig schweben oder so. Hä? Ah, okay. Ah, genau, das Bananen-A passte gerade ganz gut. Egal. Wie komme ich denn da hoch? Konnte man nicht. Ah, wollte ich sagen. Man konnte die doch irgendwie. Ah, so geht das. Kann ich denn noch irgendwas, wenn ich die aufeinander habe? Nur die Gegend schmeißen. Oh, jetzt hat er seine Mütze verloren. Was ist, wenn wir das umdrehen? Was passiert dann? Dann fällt sie auf die Fresse, fängt an zu heulen. Auch gut. Ah, nee, ey. Also, ich weiß ja nicht, aber irgendwie. Wäre wohl kein Dritt. Was machst du da? Wo ist sie überhaupt hin? Wieso kommt die jetzt nicht mehr mit? Du, die Kuh. Hör auf, rum zu heulen. Du musst mal echt wieder einsammeln, unglaublich. Tatsächlich. Oh, hätte einer auch mal sagen können auf Französisch hier, dass man die auch einsammeln muss. Hm, da unten sind Bananen, aber runterfallen ist eigentlich doof. Egal, wir machen es mal. Ah. Hä? Ah, irgendwas mit dem Jeton. Weiß der Geier. Ich habe irgendein Jeton gekriegt. Okay. Jetzt habe ich 20 Minuten Zeit für. Ah! Für die Münze. Wow, das war ja jetzt herausfordernd. So viel dazu. Na, ah! Du. Wieso ist das Krokodil denn da im Pass drin? Jetzt komm doch her hier! Ah, so, tschüss. Können wir gleich nochmal reingehen? Geht das nochmal? Hm, sieht so aus. Hm, tatsächlich. Was wir unten lang gehen? Das ist auch eine Münze. Eine Bananenmünze. Gibt es einen Unterschied? Ah, jetzt ein Haken dran, okay. Gibt es zwei verschiedene Münzen? Also Münzarten? Kann man das irgendwo sehen? Nee, ups. Das waren die Achievements. Ja, yeah, komm, ich pick's dir den Arsch. Die Geräusche dabei, Blub. Mäuschen, ich hau dich kaputt. Der Pfeil sagt dann links. Dann gehen wir da natürlich nicht hin, ne? Das ist viel zu einfach. Was sagst du an der Kiste? Kann man jetzt nicht wechseln? Ich will die Kiste! Was ist da drin? Wow! Überhaupt nichts. Das Nashorn-Ding sah gerade komisch aus. Wie kann ich denn. Achso! Ah, ich habe eine Donkey Kong-Münze für. Etwas. Ein G! Yeah, wir haben Kong zusammen. Hm. Wie geht das? Ah, oh, schwer sind dusselige Idiot in dem Fass. Los, komm mit. Ich bin schneller. Nein, er ist schneller. Egal. Oh, jetzt ist mein Rino weg. Ey, Junge, langsam nervst du. Auf die Fresse. Verdammt, falsch rum. Ah. Du gehst mal auf die Zwiebel hier. Ah. Ich bin zu blöd.
Geht doch. Schon wieder falsch rum. Egal. Die soll nach links. Ach, wahrscheinlich hätte ich da jetzt das... wahrscheinlich hätte man da jetzt das Fass reinrollen müssen. Kriege ich nochmal ein neues? Ist der Typ wieder da? Nein, natürlich nicht. Warum denn auch? Arschloch. Banane, Münze, jetzt kriege ich gar nichts. Toll. Kann man die Sprache eigentlich nochmal ändern? Auf Französisch ist doch irgendwie doof. Egal. Ah, wir können sogar Käfer aufsammeln. Die machen... Ja, toll. Tschüss. Wie soll ich da hinkommen? Ah, okay. So schon mal nicht. Aber so ähnlich. Ah, der war gut. Kann man die Sprache eigentlich nicht mehr ändern? Ah, jetzt haben wir da unten ein Donkey Kong-Symbol. Stellt sich die Frage, weil ich alle vier Buchstaben gesammelt habe oder wegen dieser komischen Donkey Kong-Mütze? Hm. Schon wieder dieses komische Ding. Ach, man muss den Knopf gedrückt halten. Ach so. Ah, das muss einem auch erstmal sagen. Ich will dann dieses B-Fass, was auch immer das macht. B. Boom. Ah, gib wieder mal einen Jeton. Jeton. Kannst auch schneller krabbeln? Wow, tatsächlich. Das sieht aber auch aus. Ah, geil. Yay! Wieder eine Münze mit etwas drauf, was man hier erkennen kann. Frag mich immer noch, wie sie heißt. Oh, ein K. Wenn er Didi ist, dann ist sie Didi oder so. Keine Ahnung. Mann, die komischen Käfer nerven. Mach die weg. Oh. Geht hoch. Hallo? Hä? Wie ist das Spiel gerade doof? Moment. Ach, das geht. Das ist eine Münze. Kann man den jetzt auch tot machen? Da muss man einfach nur schnell genug sein. Ah, okay, man muss einfach nur schnell genug sein. Gut. Mach das Ding da weg. Komischen Krabbelkäfer da. Oh, ja. Oh, ich wurde getroffen. Irgendwie krabbelt der sehr merkwürdig hoch, dieses andere... Krokodil oder was das ist. Oh, das war knapp. Hä? Okay, ist gut, dass ich runtergefallen bin, aber... Hä? Oh oh, oh oh. Ach verdammt, jetzt muss ich schon wieder darüber laufen. Aber warum? Ah, jetzt geht das. Komisch. Technik, die begeistert. Hui. Ich will da hoch. Ah, geht auch. Da ist ein Fass. Ich habe das Gefühl, ich hätte es mitnehmen sollen, statt kaputt zu machen. Aber egal. Oh nein. Ich wurde ermaust. Oder so. Wie gut, dass wir gerade Checkpoint eingesammelt haben. Jetzt nehme ich es fast mit. Yeah. Boah, hier, läuft. Muss ich da hoch? Da unten ist doch noch hier Coco Jumbo hier. Das war knapp. Geil, der hat ja voll den Arsch getreten. Sehr gut. Nein, sie ihm. Aber egal. Passt schon. Hauptsache Arschtritte. Ein N. Und ich wurde getroffen. Haha, du auch. Oh, ich bin runtergefallen. Wirklich hochspringen kann der auch nicht, der Vogel, ne? Ich weiß, es ist ein Affe. Lass mich. Ha. Das sah gerade wie merkwürdig aus. Kann die Kugel irgendwas? Tatsächlich. Nimm die mal mit. Ich meine, klar, es ist eine Kanonenkugel, die dürfte nicht leiden. Ah. Oh. Geheimbonus-Level. Scheinbar. Irgendwas muss ich jetzt bestimmt machen mit diesen Idioten da oben. Muss ich da runterholen? Ah. Abwerfen. Nein! Bin runtergefallen. Ich habe schwer den Knopf gedrückt. Ich sollte es lassen. Kann ich mir jetzt die Kugel nochmal holen? Oh Mann! Du Dödel. Blub, blub. Ah, die Kugel ist schon mal wieder da. Das ist schon mal gut. Können wir die nochmal da einbauen? Ah, sehr gut.
funktioniert. Ich muss nur zusehen, dass ich die Kugel nicht wieder runterschmeiße. Wie gut, dass man ein paar Sekunden mehr Zeit hat. Komm schon, gib's ihm! Oh. Noch zwei. Noch einer. Yay! Wieder die Münze mit jemandem drauf. Ich find's schade, dass man die nicht vom von dem Netz da runterholen kann. Also ohne vielleicht ohne darauf zu fallen oder so. Hm? Hier ist das Ziel, aber da oben sind Bananen. Also muss es ja einen Weg geben, dass man da hochkommt. Vielleicht so? Ah, das war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Da oben ist schon wieder B. Warte. Wir müssen stapeln. Ah. Ah. Kriege ich jetzt wieder Jeton? Irgendwas Tolles. Keine Ahnung. Ah, Sterne. Muss ich jetzt alle einsammeln? Sieht so aus. Das dauert aber lange. Der geht ja so schneller. So, und dann runter. Ah, könnte funktionieren. Nein, nein, rüber. Achso, so geht's auch. Okay. Nochmal linke Seite und wieder runter. Komm schon! Nein, doch. Wir haben alle geschafft. Wo müssen wir jetzt hin? Ach da. Yay, jetzt haben wir viel davon. Boah, ich hab's voll drauf, ey. Irgendwie bin ich in diesem Spiel tatsächlich besser. Oh, noch eine Münze. Eine Bananenmünze. Als im ersten Teil. Oh, da ist wieder Donkey Kong. Ah. Okay, also ich behaupte mal, dass die... Ah. Okay. Ich behaupte mal, dass die Cage steht da unten tatsächlich, weil ich auch die Donkey Kong-Münze habe. Melly Mello. Ah ja. Oh, da oben ist der alte Mann. Wir können ja mal mit dem sprechen, wenn man es lesen könnte. Ja, genau. Oh, jetzt kann ich was aussuchen. Ha, okay, wir können auf jeden Fall die Bananenmünzen eintauschen. Da gibt es scheinbar drei Sachen gratis, würde ich mal sagen, und das andere kostet Geld. Oder irgendwas mit einer Muse. Ein Mic-Mac. Mic-Mac klingt ja wie Mic-Mac, nur anders. Was ist denn das erste, wenn ich das gratis hier nehme? Was kriege ich denn dann? Keine Ahnung. Ein Text. Das könnte Ratschläger sein. Ich kaufe mal das für drei, den Mic-Mac. Ich hätte gerne Mic-Mac zum Mitnehmen. Was habe ich denn? Achso. Dann kaufe ich die Passerelle auch noch. Weiß der Geier, was das ist, aber egal, Hauptsache haben. Hm. Ob es jetzt irgendwelche speziellen Items waren oder so? Also ich habe auf jeden Fall jetzt kein Leben mehr. Figuren sind immer die gleichen. Hm. Ah, da ist wieder Jeton. Oh, ich muss die Kiste auswählen. Ich nehme Kiste Nummer 2. Hä? Da muss man die dagegen schmeißen. Ach so. Oh, komm, 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 komm. Wir haben nur 3 Sekunden. Nein, falsch rum. Nein. Ah. Oh, verkackt. Können wir das nochmal machen? Ja. Nochmal, nochmal, nochmal. Ist ja schön, dass einer das einem hier sagt, was man hier tun muss, sondern einfach nach dem Motto, du hast 10 Sekunden Zeit, dir zu überlegen, was du damit machen musst. Ist auch schön. Da liegen Bananen. Eine Münze! Hm. Was wohl vielleicht einen anderen Kollegen gibt, womit man die Münzen eintauschen kann gegen Sachen, die genauso viel bringen wie das erste? Vielleicht. Ich hätte das Fass mitnehmen sollen. Egal, geht schon. Ah, hier ist auch noch so eine Kiste. Mäuschen, du sollst die da hinschmeißen. Ah, die geht nicht mal kaputt. Achso. Ah, doch. Oh, toll. Ich krieg Bananen gegen eine Figur weniger. Das ist auch schön. Ah, wir hängen ab. Ah, geil. Okay. Läuft. Ah, die fallen sogar ins Wasser. Cool. Ah. Okay. Bewusst wie. Oh, Mano. Komm her, Alter. Oh, ein Ballon. Ein Leben meine ich. Er ist immer derselbe. Ah. Das ist eine super Geheimabkürzung oder so. Vor allem auch geheim, ne? Weil der Haken war. Egal.
Können wir die aufmachen, die Tür? Nein. Können wir... Ja, ist doch gut, nimm sie mit. Das war schon mal ein Checkpoint. Checkpoint. Da ist das N. Gib mir ein N. Bei mir wird es gerade dunkler. Ich versuche jetzt mal, wie viel zurückgeht. Wird es mal wieder heller? Nee. Das wäre es ja gewesen jetzt. So nach dem Motto, so verarscht. Bananarama. Yeah. Oh, jetzt sieht man sogar, wie die... Wir haben jetzt hier den Unbesiegbarkeitsstern-Kringel-Banane. Nein! Mein Ballon, mein Leben lief nicht weg. Ja, toll. Wie soll man den denn treffen? Ah, vielleicht draufschmeißen, ne? Ah, läuft. Gehen wir mal wieder zu Baby-Bonus. Jeton. Es gibt wieder mal einen Jeton, wo ich immer noch keine Ahnung habe, was die bringen. Aber ist ja auch egal. Wow, voll schwer. Man könnte auch sagen, das ist ein Kinderspiel. Obwohl ich noch nicht mal weiß, ob man das wirklich jetzt als Kinderspiel deklariert hat damals. Keine Ahnung. Ah. Da ist ein anderer komischer. Ich würde sagen, es ist eine alte Frau, aber egal. Aha, hier können wir auf jeden Fall wieder was eintauschen. Boss-Du-Niveau. Supercharge. Ey, das kann ich lesen. Das kaufe ich. Warum kann ich mir das nicht kaufen? Ich hab doch... Hä? Ich hatte noch zwei Münzen. Oder hatte ich nur noch eine? Ich hatte nur noch eine. Ach, verdammt. Wie macht das? Quita le Kollege. Ah, Kollege. Kollege. Cassie de Logjam. Wenn man versucht, Französisch zu sprechen, obwohl man keine Ahnung hat, wie war das? Ja. Ich würde sagen, dann werden wir auch hier einen Strich ziehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir werden jetzt hier nochmal ein bisschen bei dem alten Mann verweilen und hoffen, dass uns der mit seinen Stöcken nicht jetzt verprügeln will. Nicht vergessen zu abonnieren, zu kommentieren und zu liken. Gerne auch reinzuschreiben, was ihr eventuell noch sehen wollt, damit ich da mal gucken kann, ob man das nicht organisieren kann. Kommenden Freitag gibt es dann ja wie angekündigt schon vom Montag den dritten Teil der Serie. Dann haben wir da auch alle drei Teile einmal angespielt. Vielleicht werde ich da ja noch ein bisschen besser. Die Steuerung war ja da zum ersten Teil. Ups, ich habe schon wieder Knöpfchen gedrückt. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch sonst noch einen schönen Mittwoch. Schönen Tag noch. Und ich hoffe, man sieht sich dann am kommenden Freitag wieder. Bis dahin. Ciao.